Also, herzlich willkommen im Bauhaus Reuse. Eigentlich war geplant, dass wir jetzt hier mit 50 Leuten sitzen und gemeinsam diskutieren. Jetzt ist es etwas anders. Wir haben uns aber entschieden, trotzdem mit dieser Veranstaltungsreihe anzufangen. Bauhaus Reuse, was ist das? Das ist ein Glaskasten, sage ich mal so unverschämt, mitten auf dem Ernst-Reuter-Platz. Das haben wir vor 1,5 Jahren begonnen als Projekt gemeinsam mit den Zukunftsgeräuschen. Auf Herrn Huber von den Zukunftsgeräuschen warten wir noch. Hier zu starten, einerseits bewusst auf dem Ernst-Reuter-Platz, dieser Verkehrsinsel, Lärm umrauscht, die eigentlich ein hochattraktiver Platz sein könnte, aber überhaupt nicht wahrgenommen wird, weil man nicht hinkommt, weil sie mitten im Verkehr ist, weil es laut ist. Also wir wollen diese Insel ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf holen, sie hier wieder beleben, attraktiv machen, bespielen. Und andererseits Bauhaus Reuse als ein Ort, wo Diskussionen stattfinden, wie sich die Stadt für die Zukunft entwickeln soll. Also wie kriegt man es eigentlich hin, in einer gewachsenen Stadt die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen? Wie werden Verkehrssysteme aussehen? Wie wird unsere Innenstadt aussehen, wenn der Onlinehandel immer mehr Überhand nimmt, die Erdgeschosszonen drohen zu veröden. Wie halten wir attraktive Innenstädte aufrecht? Aber auch, wie schaffen wir energetische Sanierung einerseits und andererseits aber auch kleine, geringe Mieten, also bezahlbare Mieten. Das sind alles Themen, die in den nächsten Jahren dringend diskutiert werden wollen und wo wir hier in diesem zentralen Ort des Bezirks einen Ort schaffen wollen, wo diese Diskussion stattfindet, wo jeder die Möglichkeit hat, diesen Ort zu nutzen. Als Zuschauer, als Besucher, als Ausstellungsbesucher, aber auch mit eigenen Veranstaltungen. Wir als Bezirk haben uns vorgenommen, eben hier nicht nur die theoretischen Diskussionen zu haben, sondern die Ergebnisse, die Ideen von hier dann auch immer wieder gleich in die bezirkliche Praxis zu übertragen. Also so eine kleine Art Reallabor, aber eben offen für alle. Eins dieser Formate, was wir uns überlegt haben, ist dieser kleine Aufruf an die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks oder auch der Stadt zu sagen, was haben Sie denn für Ideen, wie wir unseren Bezirk nachhaltig gestalten können? Das war jetzt der erste Aufruf, den wir gemacht haben. Wir haben 10 Einsendungen gekriegt, über 3 wollen wir heute diskutieren. Das kann aber immer weitergehen. Also eigentlich wollen wir vierteljährlich eine solche Veranstaltung machen, das heißt immer wieder auswerten, was ist an neuen Vorschlägen gekommen. Ein zweites sehr ähnliches Format ist die Frage, wer hat hier in diesem Bezirk eigentlich vorbildliche, innovative Bauvorhaben? Also zum Beispiel ein klimaneutrales Gebäude, zum Beispiel ein komplettes Holzgebäude oder eben auch eine besonders interessante Architektur, die das Stadtbild prägt. Also Vorschläge bringen, hier dann öffentlich vorstellen, diskutieren, gucken, was man damit macht, wo gibt es Best Practices. Das ist der Sinn von diesen beiden Formaten. Jetzt ist Herr Huber immer noch nicht da. Von daher müssen wir jetzt einfach irgendwie anfangen und dann muss er seinen Teil als Mitveranstalter einfach nachher nochmal nachtragen zwischen den 2 Blöcken. Wir wollten jetzt anfangen mit Frau Lüders, die ihr Projekt vorstellt. Das ist ein kleines, feines, nettes Projekt. Ich will da nicht allzu viel im Voraus verraten. Danach kommt Herr Töhle. Da geht es um Fahrradanbindung an die A100, also die Fahrradautobahn sozusagen. Und als letztes geht es dann um ein Aktionsprojekt, um eine Stadtbildfrage, aber auch um Aktivierung von Jugendlichen. Da wird die Gruppe Migrantas ihr Projekt präsentieren. Wir haben uns vorgenommen, pro Projekt so ungefähr 30 Minuten zu diskutieren. Und ich würde vorschlagen, dass Frau Lüders jetzt einfach anfängt. Ach so, vielleicht technischer Hinweis noch: diejenigen, die nicht gerade präsentieren oder reden, vielleicht die Mikrofone ausschalten, damit wir nicht so viele Störgeräusche im Hintergrund haben. Im Moment klingt das alles sehr gut, aber man weiß ja nicht, wann irgendwo im Hintergrund die Kinder anfangen zu schreien oder ähnliches. Und das stört dann.